Hallihallo, Hallöchen, alle lieben Leute aus der Welt hier. Ist wieder Crystal Let's Play. Ja, ich mache weiter mit Wario Land 4. Gerade noch ein bisschen Final Fantasy gezockt und so, das Übliche. So, wir haben die Rui-Passage hinter uns und begeben uns in die Topaz-Passage. Die erste Welt, Toy Block Tower. Hört sich ja vielversprechend an. Naja, ich habe auch gerade damit noch ein bisschen Zeit verbracht, das alles nachzuspielen. Gerade, weil mein Speicher irgendwie vom letzten Mal weg war auf einmal. Ja, konnte ich die ganze Ruby-Passage nochmal machen. Egal. Ich hab's ja natürlich gemacht. Aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einfach sage, nein, ich kann ihn, weil ich muss die Passage nicht machen. Wir müssen alle auf jeden Fall fertig haben. Also hätte ich die so oder so nachspielen müssen. Das ist eine Welt, an die ich mich noch sehr gut erinnere. Eigentlich. Ja, das sind Wario-Klone. Sieht man an dem Wagen und an dem Rest auch, wie die aussehen halt. Ja, es hat mich gerade tierisch angekotzt, das wieder neu zu machen. Aber naja, ich hab's getan. Jetzt können wir einfach so hier weiter. War so gut. Ja. Okay, da komme ich erst gleich dran. Was ist hier? Ah, ja. I see, ich verstehe. Gut, die Teile sind mir am wichtigsten. CD ist ja eigentlich relativ unwichtig. Außer ihr seid fanatisch, schon mal das. Soll ich mir mal Lustiges zeigen? Ja. Was war hier hinter? Wird nur eine Röhre. Ja, eine Röhre, die ist hier. Okay, dazu wird das Rätsel für die CD noch simpler. Ich glaube, hätte ich das jetzt richtig gemacht. Ne, da wäre eine Sackgasse gewesen. Okay. Wir wollen am besten, glaube ich, hier lang. Ja, Geld ist, finde ich, auch nicht so wichtig. Oh ja. Nein, das reicht auch nicht. Ja, nein. Ja, ich wüsste, ich weiß, wie ich es machen. Hätte tun sollen. So. Ah, steckt auch ein Trick hinter. Nein, den habe ich natürlich verhauen. Da wäre ein Diamant nur gewesen. Ist eh unwichtig. Meines Erachtens. Außer man muss einen gleich auf richtig viel Minispiel machen. So. Das werde ich vielleicht auch noch mal machen. Einfach so alle mal durchmachen. Sie euch noch mal demonstrieren. Was macht dieses Teil? Oh nein, das bleibt uns an. Ja. Hier gibt es noch diverse andere Sachen, die wir jetzt machen müssen, indem wir Feuer. Jump'n'Run im Feuer-Style. Bumm. Drei gibt's. Ins Hinterteil gerannt. Oh, stopp. So, da hinten gibt's noch was Geheimes. Ja, da wäre auch jeder selbst aufgekommen, ich weiß. Bumm. Was war hier? Irgendwas Wichtiges? Stimmt, das ging so. Ja. Wow, unwichtiges Zeug. Nee. Ja, außer für die, wie gesagt, die Geld brauchen, um die Minispiele zu zocken. Wie ging das nochmal? So? Reicht das? Ja, es reicht. Da ist unser Freund der Geist. Ja. Feuerteil. Nein. Ich will erst das Teil haben, bevor ich Feuerteilen richtig umgehen. Also vom Prinzip her, das war richtig. Sonst fehlt noch ein Wasser. Ja, das war perfekt. Oh, tut mir leid, das war jetzt keine Absicht. Oh, eine Tür. Boom. Oh Gott. Ein Stachel. Ja, Wario tötet Wario.
Sonst ist hier in dem Raum nichts Interessantes. Hm. Seht sie euch an, die Klone. Sind Wario wie aus dem Gesicht geschnitten? Ja, ich weiß. Und wir fallen. Und fallen. Und fallen. Und fallen. Und CD, was war mit dir? Nein, ich muss dann von hier aus. Oh, das war glaube ich auch noch hierfür. Und ich glaube, ich habe die CD schon verpasst. Die war hier irgendwo in dem Gewölbe. Nein, ich werde sie nicht suchen. Hm, Zeit ist großzügig genug, eigentlich. Dreieck tragen, ne? Oh! Bitter war das jetzt. Ich weiß. CD war so simpel versteckt. Direkt auf dem Ausgangweg. Pass auf, wo du hinfährst, Alter. Und wir sind wieder fast. Nein, hier wollte ich nicht. Hier rein wollte ich. Und oh! Geschafft. Uiuiuiuiuiui. Das ist so anspruchsvoll und schwer. Ich glaub's gar nicht. Ich hole das hier vor, weil das müssen wir nicht mal sehen. Das auch aufmachen, bla. Kompletter Stein eingesetzt. Der Big Board, das ist eben eigentlich mein persönliches Lieblingslevel. Ja. Ich erkläre euch das Prinzip. Es gibt so. Ist jetzt Würfelspiel eigentlich, diese Welt. Du kannst. Also man kann hier diese Welt, indem man Zahlen würfelt, bestimmen, was passiert, Events und so weiter. Hier. Get bla bla bla. Kriegen wir hier unten das eingeblendet. Versuchen wir natürlich das höchste. 6. Ja, jetzt wird der Boden hier da. Get, ja. Und wenn das immer erreicht hat, davon spielt später auch mehrere Möglichkeiten. Ja, die Welt ist im Gegensatz zu den anderen eigentlich noch relativ chillig. Ja, ich hab chillig. Get Wario. Wario. Ah! Das ist alles nur fürs Bonuszeug unter anderem auch. Ja. Get Wario. Wir haben Wario schon erhalten. Also, dürfen wir vom Prinzip her frei würfeln. Ich will aber noch was gucken. 1, 2, 3. Oh Gott, nein, das wollte ich noch nicht. Zurück, zurück, zurück. Theoretisch wollte ich genau in das Loch springen und nicht hier. Ja. Ich weiß, weil hier ist noch was. Wahrscheinlich nur, ja, eine Röhre. Aber hier müsste noch theoretisch das hier sein. Okay. Immer wenn ich das jetzt auf meinem Originalspielstand, wo ich alles habe, durchgespielt habe, braucht man die Teile nicht mehr. Diese Schatzkisten sind zwar noch da, aber sie sind leer. Oh, wir haben die Gegner gefunden. Wozu brauchen wir Gegner? Das sind einmalige Gegner, die man nur hier findet. Ich brauche nur einen davon. Und zwar... Oh, damit wir ihn da durchwerfen können. Auch nur Bonuszeug, also zu den Feldern. Blitz gleich blöd. Das wollen wir nicht. Deswegen kann uns das jetzt egal sein. Ich will nicht weiter verstellen. Ja, ich will nichts verstellen, weil wir brauchen diese Schritte noch. Spätestens gleich auch beim Rausrennen. Hm, das ging schnell. Ja, das Teil vollzählig. Jetzt brauchen wir nur noch unseren komischen Geist davon. Hier ist wieder Wario verlangt. Get Wario. 1, 2, 3. Genau. Ja, Wario wird dick. Und er kann diese Teile hier one-hitten. So, ich habe alles aufgekriegt. Hey, Dolle. Wo kommst du denn her? Das ist mir auch ziemlich egal. Ja, warum mache ich das? Ich habe doch gesagt, ich will kein Bonuszeug hier haben. Ach, keine Ahnung, es liegt halt auf dem Weg. Was ist das nächste? In der 5 gibt... Warte, habe ich das richtige? Gut. 3, 1, 2, 3, 4. Nein, das war eine 6. Ah, scheiße, Blitz.
Blitz zieht Leben plus Geld ab. Wir sind jetzt schon... Hier ist die CD rechts, soweit ich mich erinnere. Wario ist eine 3. 1, 2, 3. Ja, ich glaube, die Chance hier Wario zu kriegen, das... Man hat, glaube ich, nur diesen einen Try. Außer man würfelt zu viel. Und was war hier? CD. Gut, dann war der andere Weg, den ich gerade in Erinnerung hatte, nicht notwendig. Das ist gut in meinen Augen. Dann muss ich mich darauf nicht gleich konzentrieren. Ja, wir sollen eigentlich hier... Get 1. Jetzt ist der Boden weg. Mal wieder. Ja, ich habe langsam gelernt, wie dieser Sprung geht. Get Wario. Was passiert hier, wenn wir Wario kriegen? Wario ist eine 4. Also 1, 2, 3, 4. War das hier? Ich denke, ja, der Stein ist weg. Okay. Das war's auch schon. Wir brauchen da unten nicht mehr. Und das Schlimme ist, wir sind gleich am Ziel und deswegen wird es immer so schlimmer nachher. Ja, ungefähr ab jetzt. Wird schlimm. Und das ist eine Tatsache. Ja, Tatsache. Wir müssen get the goal. Get the goal ist das letzte. Also, na, 5 hätte ich gerne. Und jetzt einfach nur in die Vollen immer gehen. Das ist Feuer. Feuer ist hier nicht so schlimm. Wir können zwar etwas Zeit verlieren, aber... Blub. Hier kommt nur diese Wario-Verwandlung. Ja, wir müssen bis zum Ende dieses Rasters kommen. Das hat auch irgendwann mal ein Ende, ja? Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Deswegen möchte ich eigentlich so weit wie möglich in die Vollen gehen. Außer ich will aber keinen Blitz treffen, dessen... Oh, okay, ich stehe perfekt. Eine 3 wäre ganz willkommen. 1, 2, 3. Da ist das Goal. Das ist eine 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finde ich toll. Ganz ehrlich. Kannst du auf mich warten? Yeah. Wir unseren Freund. So, dadurch, dass wir es gerade hier aufgesprochen haben, können wir jetzt hier lang. Oh Gott, ich habe den Sprung verkackt, weil ich irgendwie auf B gekommen bin. Bumm, bumm, bumm. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was abgreifen. Ja. Wir wollen alles haben. Nein, wollen wir nicht. Ich weiß. Jetzt können wir einfach nur hier durchrushen. Wir haben unser Ziel erreicht. Au, er hat mich getroffen. Stirb. Nein. Das war eigentlich schon das ganze Level. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Das als mein Lieblingslevel ist, weil man... Oh, shit. Also... Weil da auch nicht so viel passiert, man muss nur halt ein bisschen gucken. Dann hat sich die Sache schon erledigt. Ja. Und wir sind jetzt schon wieder am Anfang. Blub. Blub. Und geschafft. Ich spule wieder ein bisschen vor. Best Score. Ist natürlich, wenn wir nur das erste Mal das Level machen. So, was kommt jetzt? Doodlewoods, glaube ich. Leider, ja. Das ist ein fieses Level. Fies in mehreren Hinsichten. Das macht nicht den Eindruck. Hallo? Der Typ da, das ist unser Hassfreund in dieser Welt. Er wirft irgendwelche komischen Gegner. Die uns das Leben nach Möglichkeit zur Hölle machen sollen. Flugschwein und... Komisches andere halt. Ah, ich hasse die Teile. Hier, was wir hier machen müssen. Warum ich das jetzt frei mache, werdet ihr später erfahren. Wenn ich es dann hinkriegen würde. Gleich. Ja. So. Nein! Ich hasse den Typen. Das Lustige ist, man kann den Teilen ausweichen, wenn man es richtig macht. Ja. Hallo. Ich hasse dieses Lied. Hintergrund. Ich schweife nur hier durch, ganz ehrlich. Also wie man dem ausweichen kann. Nicht nur einfach die Teile töten, nein. Wenn er was zeichnet und ihr ihn dann hinter